Skelly nimmt sich jetzt den Ball, läuft so ein bisschen rein, 3-4 Meter, wieder mehr zentrale Position. Etwa alles so 20 Meter vor dem Tor der Gladbach. Jetzt kommt die Flanke rein und das ist das Tor! Flanke und Tor. Und ich glaube, es war Plea, wenn ich das richtig gesehen habe. Das 1:0 für Borussia Mönchengladbach in der 12. Spielminute. Plea ist auf der Höhe des 16-Meter-Raums, kriegt er den Ball unter Kontrolle. Links, rechts dreht sich da ein, spielt jetzt rein auf Stindl. Ist es, glaube ich, Stindl könnte abziehen und Tor! Abseits? Nein, der gibt den Ball. Und es war nicht Stindl, es war Jonas Hofmann. Ein toll herausgespieltes Tor. Einmal Vollgasfußball von Borussia Mönchengladbach über die rechte Seite. Und der VfL Bochum ist wieder geschlagen. Das 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Die erste Halbzeit ist vorbei. Borussia Mönchengladbach führt verdient mit 2:0 gegen völlig überforderte Bochumer. Wird die Bochumer Abwehr schon wieder gefordert. Jetzt zentral reingespielt auf Hofmann. Hofmann spielt weiter auf Stindl. Da läuft sich Plea frei. Schießt und oh, ganz knapp vorbei am linken Pfosten. Nalasson Plea. Asano hat jetzt die Möglichkeit. Und der Ball geht über die Latte. Jan Sommer noch dran. Das war vielleicht mal so die erste gute Aktion des VfL in dem gesamten Spiel. Die Gladbacher mit der nächsten Chance. Da ist die Riesenchance gewesen für Jonas Hofmann zu seinem zweiten Tor. Der setzt sich da auf der linken Seite durch. Links, rechts, zieht dann ab. Ungefähr halb linke Position, 5 Meter Torentfernung. Riemann war eigentlich schon geschlagen. Und dann passt einer der Bochumer auf und köpft den Ball raus. Jan Sommer, der sortiert da seine Vordermannschaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gladbacher, 4 Bochumer dabei, kommt rein und direkt und Tor! Was für ein Knaller, der Anschlusstreffer von Danny Blum. Jetzt vielleicht diese Chance für Gladbach und das ist das Tor! Da ist das Tor oder nicht? Nein, es ist abseits, da habe ich es auch gesehen, Thuram mit der Chance. Es sind jetzt alle, selbst Torwart Manuel Riemann in der Hälfte von Borussia Mönchengladbach. Da geht vielleicht noch was für den VfL, ohne jetzt richtig was auf Spannung machen zu wollen. Und da ist die Abschlussmöglichkeit und die Riesenchance für die Bochumer. Aber Jan Sommer hält. Das war's. Die Borussia gewinnt 2:1 gegen den VfL Bochum. Am Ende ein knapper, aber ein verdienter Sieg, vor allen Dingen aufgrund der ersten Halbzeit.